Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Tooie. Auf geht's, rein ins Vergnügen und dementsprechend endlich in Jolly Rogers Lagune. Da waren wir noch nie, da gehen wir jetzt hin, denn wir haben nur das im Sinn. Auf geht's. Das, meine Lieben, ist sie. Im Prinzip ist das hier auch schon die ganze Oberwelt. So viel gibt es hier nicht zu sehen, es gibt noch den ein oder anderen Ausgang, beziehungsweise Eingang in die jeweiligen Häuser. Aber ansonsten war es das. Hier sind wir schon mal am Ein- und Ausgang der Welt. Wunderbar. Und natürlich sammeln wir auch gleich die Noten ein. Wir gehen auch von einem Ort zum anderen. Müssen bloß gucken, wo wir als erstes hingehen. Hier gehen wir auf jeden Fall schon mal rein und sagen einfach mal Hallo. So, guten Morgen. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich heiße Pfandos. Ich bin der hiesige Pfandleier. Wir interessieren uns für das Puzzle im Schaukasten. Ach ja, ein wirklich hübsches Stück, etwa aus der Banjo-Kazooie-Zeit. Ich schätze, 20 Golddublonen sind ein angemessener Preis. 20 Dublonen? Wir wollen nur das Puzzle, nicht deinen ganzen Laden. Ja, aber das ist der Preis, den wir tatsächlich ausgeben müssen, beziehungsweise bezahlen müssen, um an das Puzzleteil zu kommen. 20 Dublonen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo kriegen wir diese Dublonen her? Das werden wir bald herausfinden. Wir nehmen auf jeden Fall alles mit und gucken uns hier mal ganz in Ruhe um. Denn ihr seht schon, er hat ein bisschen was aus der Banjo-Kazooie-Zeit hier. Und was haben wir dann vorzufinden? Ich weiß nicht genau, wo dieser Sack herkommt, aber auf jeden Fall haben wir hier unten die Gruntilda-Puppe, die wir noch aus dem Quiz von Gruntilda kennen, das wir ganz am Ende von Banjo-Kazooie hatten. Sehr nice, oder? Ich finde sie cool. Dann haben wir hier drüben noch das Bild von Brentilda aus Mad Monster Mansion und noch eine Banjo-Kazooie-Kiste. Ist das nicht cool? Ich frage mich auch gerade, wo dieser Stein hierher kommt. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich würde sagen, Rusty Bucket Bay, vielleicht davon noch ein Überbleibsel. Auf jeden Fall haben wir das letzte Überbleibsel dann als Puzzleteil. Sehr, sehr schön. Also sehr viele Erinnerungen dann auch in dieses Spiel eingebaut, was natürlich diesem Spiel auch einen sehr, sehr hohen Nostalgiefaktor bescheinigt. So, wir bohren schon mal auf, was hier unten drin ist. Das ist eine Dublone! Die einzige Währung, die in Jolly Rogers Lagune akzeptiert wird! Aha, wissen wir Bescheid. Auch hier können wir es aufmachen und finden sogar eine Sprungplatte, die wir nutzen können, um vielleicht dort oben irgendwann mal an die drei Dublonen zu kommen. Dafür brauchen wir aber wahrscheinlich noch bessere Sprungfähigkeiten oder müssen mit Kazooie alleine versuchen, daran zu kommen. Hier haben wir in der Mitte eine Schatztruhe. Die ist mehr oder weniger als Denkmal gedacht, aber wir sehen schon, sie hat einen Riss. Ein Riss bedeutet immer, einfach mal versuchen drauf zu ballern, vielleicht funktioniert's ja. Tada! Und was finden wir hier vor? Richtig, die Möglichkeit, uns zu trennen. Werden wir auf jeden Fall gleich mal nutzen, um an die Dublonen zu kommen. Alles andere machen wir dann später. Wir tauschen einmal die Position. So ist gut. Und dann geht Kazooie hier mal hoch. Denn die kommt alleine wesentlich höher, hat dann keinen dicken Bären im Gepäck. Super. Hol dir den Bären zurück. Jaha. Und wir gehen rüber in die Schenke. Da wohnt der gute Namensgeber von Jolly Rogers Lagune, nämlich Jolly. Wo ist er denn? Da ist er. Oh, hallo. Ich bin Jolly Roger, Bürgermeister und Inhaber dieser herrlichen Hafenspelunke. Eine Ingwerlimonade, bitte. Ich würde euch nur zu gerne bedienen, aber im Moment bin ich sehr unglücklich. Meine Partnerin ist verschwunden. Das ist traurig. Wo bleibt denn jetzt die Limonade? Kazooie. Oh, Verzeihung. Wo hast du sie zuletzt gesehen? Gestern Abend fuhr sie auf dem Weltreiter. Dann klang es, als ob etwas verschluckt würde. Und als ich nachschaute, war sie weg. Bestimmt wurde sie von einem Meeresungeheuer verschlungen. Hoffentlich nicht. Es ist bald Happy Hour und ich brauche Unterstützung. Möchtest du ein Zimmer mieten für nur zwei Dublonen? Weil dieser unverschämte Maulwurf ein Loch in die Ecke gegraben hat. Wie steht's? Ei, ei. Okay, Großer, lass mich Geld sehen. Wunderbar, ich mache nur schnell auf, okay? Ja. Danke. Dankeschön. Aber wie kannst du nur schlafen, wenn meine Partnerin vermisst wird? Naja, mich geht sie nicht wirklich was an, aber ist egal.
So, wir nehmen die Noten mit. Die brauchen wir auf jeden Fall. Die möchte ich haben. Sehr schön. Und so viel mehr gibt es hier eigentlich auch nicht. Wir gucken hier nochmal hoch. Oh, da komme ich gar nicht hoch. Das ist ungewöhnlich. Ich dachte eigentlich, ich hatte in Erinnerung, dass ich da oben rumlaufen konnte. Wir versuchen es mal auf andere Weise. Nee, nicht reinbohren. Gingerbier. Das kann nicht gut schmecken. So, perfekt. Doch, ich kann hier rauf. Aber mehr als einen Einblick dort unten rein kriegen wir nicht erhascht. Sehr, sehr schade. Noch zumindest. Wir gehen einmal ganz kurz hier oben rauf. Oh. Oder schauen so. Dort hinten gibt es nichts mehr. Also wir haben früher immer versucht, überall hinzukommen, wirklich. Um irgendwelche versteckten Secrets oder sonst irgendwas zu finden. Da ist ein Gunpowder-Fässchen und damit haben wir ein Loch in die Spelunke geschlagen. Guti. Bisschen was ist geschafft. Wir haben noch eine Jukebox. Ich fürchte, unsere Jukebox ist im Moment kaputt. Wirklich schade. Ich liebe es, zum salzigen Seebartslied zu tanzen. Vielleicht kannst du sie ja reparieren. Das ist durchaus möglich. Ich weiß nicht, ob mit einem Cheat oder mit anderen Dingen. Auf jeden Fall ist es dann später. Ja, möglich. Gehen wir erstmal in unser Zimmer. Dort haben wir die Möglichkeit, tada, den guten Yam-Yas zu finden. Aber doch, funktioniert. Wenn unter Wasser von Schurken überfallen, dann schieße zurück und zeig es allen. Drücke Y und du machst den Sucher an. Drücke LT oder RT und der Kampf beginnt so dann. Das ist dann alles. Weggetreten. Und tschüss, weg ist er wieder. Ja, meine Lieben, so viel ist hier nicht. Trotzdem schauen wir uns hier nochmal um. Vielleicht finden wir noch irgendwas Besonderes. Nö, hier ist einfach bloß ein Bett mit einem... Oh, das ist so ein schönes Sprungbett. Ist das nicht hübsch? Aber sowas hatten wir, glaube ich, auch bei Bottles in seiner Höhle. Und der Schrank kommt mir irgendwie bekannt vor. Kann es sein, dass der auch in Mad Monster Mansion hing? Oder in Rusty Bucket Bay und da ein Puzzleteil drin war? Nee, das war ein anderer Schrank, das war ein Einbauschrank. Aber ist egal, wir haben es gesehen. So, die Taverne ist schon fast durch. Eine Sache gibt es allerdings noch und ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass der noch eine besondere Geschichte hat, die ich nicht kenne, der hier drin sitzt. Die einzige Geschichte, die ich kenne und die ich über ihn weiß, ist, dass er in Mad Monster Mansion tatsächlich als Porträt aufgehängt worden ist. Und ich weiß nicht warum. Und wer er ist, aber er sitzt hier jetzt und trinkt. Geht vor Anger, ihr dreckigen Hunde. Ich bin Captain Holzauge, furchtloser Pirat und Geisel der Meere. Du bist etwas wackelig auf den Beinen, Glubschauge. Nur ein Anflug von Seekrankheit, ihr Ratten. Seekrank? Du bist mir ein Pirat. Pass auf, was du sagst, Krähe. Er schauert vor mir. Diese Pillen gegen Seekrankheit von Jolly nützen gar nichts. Ja. Rum an die Mannschaft. Drückt noch einmal auf diesen Knopf und ich ramme euch. Na, das will ich sehen. Genau. Ich schlitze eure... Au, mein armer Magen. Nehmt diese Dublonen und bringt mir noch ein Glas Wasser. Dankeschön. Kann ich nochmal mit dir reden? Ich wäre in diesem tollen Spiel. Ja, er träumt davon, in einem tollen Spiel zu sein. Wahrscheinlich ist er irgendein Charakter, den man sich damals ausgedacht hat und den man gerne mit in ein Spiel implementiert hätte und er hat es nie geschafft, in ein Spiel zu kommen und deswegen sitzt er jetzt hier und säuft sich die Hucke voll. Mit Magentabletten. Ich wäre in diesem tollen Spiel. Ja, so sieht's aus. Das wärst du gern. Aber das bist du nicht. Stattdessen gibt es jetzt Banjo-Kazooie und wir sehen alte Porträts, unter anderem hier die Treasure Trove Cove. Wir sehen auch die ganzen Schatzkisten von Treasure Trove Cove, die damals immer auf- und zugegangen sind. Ist alles leider nicht mehr der Fall. Die wurden alle stillgelegt und mehr als die Dublonen kriegen wir auch nicht. Hier haben wir sogar noch eines der Stop-and-Swap-Gegenstände. Ein wunderschönes rosa Ei, das wir am Ende von Banjo-Kazooie dann eingesammelt haben und hier ja mittlerweile in Banjo-Tooie auflösen durften. Und das ist eines der Fotos. Ein Bär hat mir den Schneider abgekauft. Du siehst ihm irgendwie ähnlich. Das ist ebenfalls der Eingang zu einem der Stop-and-Swap-Gegenstände in der Treasure Trove Cove und das hat Mumbo uns damals gezeigt als Foto.
So, und ich glaube, er sollte damals bei Banjo-Kazooie mitspielen. Und jetzt haben sie ihn hier einfach abgeschoben. Deswegen sagt er, du siehst ihm irgendwie ähnlich. Derjenige, der mir das Spiel streitig gemacht hat. Bär und Vogel. Die bösen beiden. So, jetzt könnten wir hier hinten mal rein und einfach mal schauen. Hallo? Ist hier was? Wir können auf jeden Fall hier runter. Ja, und sehen dann ein Puzzleteil. Aber mehr auch nicht. Also es ist relativ leer hier. Ungewöhnlich eigentlich, oder? Hier haben wir tatsächlich noch nichts zu suchen. Das werden wir alles erst später machen. Und gegebenenfalls können wir das hier dann sogar als Ausgang nutzen. Warum und wieso und weshalb, das werden wir noch herausfinden. Machen wir erstmal weiter. Wir sind noch nicht ganz fertig. Hier läuft die dreckige Brühe rein. Moin! Was bist du denn für einer? Ist dir schon mal aufgefallen, dass du drei Arme hast? Ah, bring bitte unser Becken in Ordnung. Haxa hat mich letzte Woche reingeschubst. Sieh nur, was mit meinem Arm passiert ist. Ich wollte eigentlich nichts sagen. Danke. Ich bin tatsächlich etwas empfindlich, was das betrifft. Mutant. Also, Kazooie. Hilf uns mit unserem Becken, Herr Bär. Was stimmt denn nicht? Sieht doch gut aus. Wir wollen schwimmen gehen, aber das Wasser ist verschmutzt und eiskalt. Das könnte etwas dauern. Ja, das wird etwas dauern und das sagt er nicht umsonst, denn dafür brauchen wir tatsächlich erst einmal weitere Welten, die wir freischalten müssen. Wir machen hier eins nach dem anderen, laufen natürlich erstmal alles ab, nehmen die ganzen Dublonen mit und gehen nochmal von Ort zu Ort. Da vorne ist auch noch ein Häuschen, das wir besuchen können. Dann gucken wir uns nochmal außen rum um in der ganzen Anlage und natürlich auch in Mumos Schädel. Auch dort ist noch etwas Besonderes. Na, kennen wir den noch? Ein alter Bekannter, meine Lieben. Der gute Blubber. Ahoi, ihr Landratten. Bin doch just der alte Seebär, Captain Blubber. Wie geht's denn so, McLean? Es geht ganz schön ans Eingemachte. Ei, diese Abenteuer sind doch immer gleich. So viel zu sehen, so viel zu suchen. Immer noch besser als rumzuhängen. Wie läuft das Geschäft, Blubber? Nicht besonders, Landratten. Alle meine Wellenrider sind kaputt und der letzte wurde gestern von einem Fisch verschluckt. Wir können dir ein oder zwei Dublonen leihen. Lasst man, ihr Leichtmatrosen. Aber ich verkaufe euch meinen letzten Besitz für nur eine Dublone. Wie steht's, McLean? Wollt ihr meinen letzten Besitz für eine Dublone? Ja, natürlich. Bitteschön. Da freut er sich. Ah, oh, gute junge Banjo. Wirf einen Blick in diese Kiste hier. Danke, Leichtmatrosen. Ich gehe zur Quiznacht in Jolly Spelunke. Man kann 1000 Dublonen gewinnen. Und wenn ich das schaffe, kaufe ich mir ein tolles Raketenboot. Ja, mach mal. Also, er hat uns eine Kiste geschenkt, die werden wir dann später auch auspacken. Jetzt gehen wir aber erstmal hier rüber. Und wir haben ja mitbekommen, dass er in Banjo-Kazooie davon geträumt hat, Jetskis zu kaufen und damit durch die Gegend zu fahren. Und am Ende ist er ja damit auch in den Sonnenuntergang gesegelt. Gefahren, wie auch immer. Ja, er hat seinen Traum umgesetzt, aber leider ist das Geschäft nicht so wirklich lukrativ. Hier in Jolly Rogers Lagune hat er wahrscheinlich nicht so viele Kunden. Da muss er durch als Lurch, wenn er ein Frosch werden will. Und dementsprechend hat er jetzt sein Geschäft erst einmal aufgegeben. Mal sehen, in was er als nächstes investiert, falls er denn irgendwann nochmal Geld kriegt und falls er es schafft, die 1000 Dublonen ranzubekommen. Wir laufen oben rum, denn wir haben schon gehört, ein Jinjo, ein brauner Jinjo oder orange? Nee, braun eher, ne? Der erste von vier. Guti, das haben wir auch geschafft. Da vorne ist noch ein Jinjo. Um den werden wir uns gleich kümmern. Ich hoffe, das funktioniert dann so, wie ich mir das vorstelle. Aber ich glaube, da muss ich Kazooie alleine haben. Und auch hier haben wir die Möglichkeit, noch einmal mit Yamyas zu sprechen. Aber ich glaube, diesmal ist wirklich nur einer gefragt. Ja. Das wird so nicht gehen, meine Liebe. Du musst erst diesen dummen Jungen loswerden, wenn du das lernen willst. Na gut. Machen wir so. Dann gehen wir jetzt einmal als Kazooie alleine hier hin. Und anschließend werden wir als Kazooie auch hier über das Meer rüberlaufen. Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich. Nein, es ist kein Move von Yamyas. Wartet's ab. Es wird noch interessant.
Obwohl, bevor wir das machen, gehen wir einmal ganz kurz dort oben zum Mumbo hoch. Dann können wir vielleicht als Kazooie auch gleich noch ein bisschen weiter. Moin moin. Oh, nochmal 4 Dublonen. Sehr schön, dann haben wir die 20 für das Puzzleteil fast voll. Ja, das wusste ich nämlich. Hier brauchen wir unsere Granateneier. Sehr schön. Danke. Tschüss. Mumbo, wir kommen wieder. Wir sind gleich wieder da und dann darfst du auch deines Amtes walten. Wobei das noch ein bisschen dauert. Also, wir nehmen Kazooie. Gehen rüber. Ja, Kazooie ist wesentlich wendiger, wesentlich schneller unterwegs. Und da macht sie auch nicht die ganze Zeit. Banjos Stärke dir jetzt nicht mehr hilft. Zur Verteidigung halten die Flügel nun her. Was? Drücke X und du wirbelst mit ihnen herum. So schickst du die Gegner ins Delirium. Das ist dann alles. Weggetreten. Gott. Also, wir können einmal uns drehen. Das ist schon mal ganz gut. Damit können wir wenigstens die Gegner angreifen. Oder wenn wir einfach nur rumstehen und dann X drücken, zack, 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 ist das einfach bloß so ein Konfu-Schlag. So kann Kazooie sich endlich wehren. Gott sei Dank, es wurde aber auch Zeit. Jetzt gehen wir noch rein zu Blubber, gucken uns die Kiste an. Und wir finden in der Kiste... Richtig, Turnschuhe. Auf geht's, meine Lieben. Die kennen wir noch. Damit können wir sogar über Wasser laufen und sind wesentlich schneller unterwegs. Super, 2 von 5 Jinjos haben wir jetzt auch in grün und gegebenenfalls kriegen wir bald die ersten Familien voll. So, Banjo, wie machen wir es jetzt? Müssen wir alleine hoch? Nee, ich glaube, wir gehen zusammen. Komm mal mit. Wir gehen jetzt noch einmal hier auf das Haus rauf. Das ist noch wichtig und anschließend werden wir uns dann zu Mumbo gesellen. Da freut er sich bestimmt schon drauf, uns wiederzusehen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch irgendwie hoch kann. Achso, hier sind ja noch 2 Platten. Da war ja was. Wieder eine weitere Münze. Sind wir schon bei 18 von 20. Da ist eine Sprungplatte. Das ist gut. Die werden wir auch gleich nutzen. Auch hier ist wahrscheinlich noch eine Münze mit drin. So sieht's aus. 19 von 20. Also eine Münze fehlt noch, dann haben wir es geschafft. Dann können wir das Puzzleteil von dem guten Pfandus abkaufen. So, auf dem Haus müssen wir natürlich mit Kazooie laufen, ansonsten wird es schwierig. Hier ist eine weitere Sprungplatte, meine Lieben. Damit hängen wir uns hier oben ran. Vernichten den Gegner. Und klettern einmal komplett rum. Jetzt kommt keiner von oben runter. Wir finden dort drüben eine leere Honigwabe, die wir definitiv brauchen. Ich traue mich immer nicht weiterzugehen. Warum wohl? Warum wohl? So, damit wäre es geschafft. Wir haben die leere Honigwabe. Hier oben kommt offensichtlich nichts aus dem Rohr raus. Gehen einmal ganz kurz hier mit hin. Hier ist bloß ein Schild. Und da können wir rein. Hier kommt der ganze Dreck her, meine Lieben. Ekelhaft. Einfach nur widerlich. Ach Quatsch. So. Den Knopf drücken wir rein. Toxic Waste Disposal wird ausgeschaltet. Und damit haben wir schon mal dafür gesorgt, dass der Dreck nicht mehr in Jolly Rogers Lagune fließt.